Wecke ich dich mit meinem Atem, klebt doch dein Körper am Boden fest oder weißt du überhaupt nicht, was du da treibst. Morgen! Ja, was ist los, Mädchen? Mu. Wie Mu? Das wird aufstehen. Komm, schläg du hoch. So, jetzt kannst du aufstehen. Komm. Hör mal, kennst du den Hut hier? Isa, was ist denn los? Hast du ein schweres Leben oder was? Komm mit. Ey, was ist los? Hast du einen getrunken gestern Abend? Frau Pille, was ist los? Oh, was macht ihr hier? Ja, komm mit hier. Halt dich an mir fest. Sag ich meiner Lebensabschnittsbeschwerde auch immer, die sagt immer, lass mich los. Echt doch. Komm. Geht's dir gut? Kennst du den Hut? Hallo, Frau Pille. Hä? Kennst du den Hut? Ja, mein auch. Ich wollte die wenigen Haare noch verdecken, die ich noch habe, nur ich habe ja kaum noch was. Bist müde? Ja. Was machst du denn? Warum bist du denn so durcheinander? Keine Ahnung. Müde? Mhm. Und schlaf. Das ist aber eine Bank, du. Wo ist der Günther? Dem muss ich was erzählen, wie es geht. Wecke ich dich mit meinem Atem, sage ich dir, bist du scheinbar richtig fit, aber du kannst und wirst dich an die Zahl 3 nicht erinnern. Sobald ich dich wecke, fehlt dir die Zahl 3 vollständig. Wecke ich dich mit meinem Atem, sage ich dir, ist die Zahl 3 vollkommen und endgültig aus deinem Gedächtnis gestrichen. Ansonsten bist du scheinbar richtig fit und nicht mehr so wackelig wie beim ersten Wecken. Frau Pille, alles gut? Kommst du mal nach vorne? Ich kann natürlich immer sagen, die ist jetzt von Günther gekauft, aber geht's dir gut? Ja. Ja. Was machst du denn so eigentlich in deinem Beruf? Was machst du so? Ich meine, wenn du mit Günther arbeitest, Günther kann ja nicht rechnen, nicht lesen, nicht schreiben. Doch. Er hat immer gesagt, nee, das macht meine Frau. Wenn ich ihm was frage, dann sagt er immer, macht meine Frau. Aha. Musst du, wenn du für ihn arbeitet ihr doch zusammen, oder? Ja. Wer macht denn so die ganzen, wer stellt denn die ganzen Rechnungen und sowas? Ich. Da haben wir gedacht, das sag ich doch, der kann nicht rechnen. Oder? Doch. Meckert er öfter, wenn du eine Rechnung stellst? Nö. Also, das ist ja gut. Ja, kannst du mal laut reden? Kannst du mal ein bisschen lauter reden? Ja. Na, das ist super. Wie viel sind 10 minus 7? Frau Pille, nie umfallen, du sollst nachrechnen. 3. Oh, hat sie gesagt? 3? Schlaf. Steh gerade. Frau Pille, steh gerade. Wecke ich dich, ist die Zahl 3 völlig weg. Hat wahrscheinlich mit ganz anderen Sachen zu kämpfen, da in dem Zustand. Wecke ich dich mit meinem Atem, ist die Zahl 3 vollkommen aus deinem Gedächtnis gelöscht. Du kannst dich an die Zahl 3 nicht erinnern. Ich glaube, man darf sich auch nicht so viel ablenken, glaube ich. Das war das Problem. Wie viel sind 10 minus 7? 4. Wunderbar. Zähl mal von 1 bis 10. 1. Laut. 1. 2. So eine Lehrerin wäre geil, ne? 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kannst du mal die Hände so nach vorne tun? So, ich zeige, du zählst. Laut. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12. Ja, bei dir ist doch schon ein bisschen mehr weggeplatzt als nur die eine Zahl. Was ist das denn für eine Nummer? Günther, was machst du mit der? Die vergisst ja mehr, als sie vergessen muss. Mann, was ist denn los? Du hast 12 Finger. Nö. Pass auf, hängen sie nochmal nach vorne so, die Hände. Jede Hand einzeln, komm. 1. Laut. 1, 2, 5, 6, 7. Hier auch ab 1. 1, 2, 5, 6,
Sieben. Sieben. Sieben und sieben sind? 14. Ja, das ist die wunderbare Brotvermehrung. Fingervermehrung. Brotvermehrung war die Bibel. Das ist aber komisch jetzt, 14 Finger, oder? Aber da kannst du immer mit zwei Fingern, das dürfen die Kinder ja auch nicht, in die Nase popeln. Das dürfen die auch nicht. Wenn ihr 14 hättet, könntet ihr das. Sie darf das, ohne dass es einer merkt. Ehrlich. Ist laut draußen, ne? Normal. Dich stört das nicht, ne? Nein. Schlaf. Wenn ich dich jetzt wecke, stört dich jedes LKW-Geräusch. Dieses Hupen immer. Boah, das geht dir so auf den Sack und das schon seit wie vielen Jahren? Mann, ab heute wird jeder LKW nur noch ganz leise gefahren. Hier darf nicht mehr gehupt werden. Hier muss leise angeklopft werden. Du bist richtig sauer und du willst das dem Günther jetzt von der Bühne aus sagen. Hallo. Du machst immer noch die Hände nach vorne. Was ist denn los? Sag mal, was stört dich am meisten in deinem Leben so? Ich meine, du bist ja schon lange in diesem Speditionsshop, ne? Ja. Was stört dich so am meisten in deinem Leben? Die LKWs, die machen immer so viel Krach. Aber ein LKW-Fahrer mal gerade da? Hier, der Günther, dein Mann ist da vorne. Hier, guck mal, er. Hupst du gerne? Scheiße. Möchtest du ihm persönlich jetzt was sagen? Nö. Kennst du den Typ denn? Nö. Was findest du denn so schlecht daran? Ich meine, wenn er ein bisschen hupt und macht ja auf sich aufmerksam. Ich finde das geil, wenn die durch die Straßen preschen. Die dürfen doch gar nicht hupen. Was? Die dürfen doch gar nicht so viel hupen. Ja, aber die machen doch gerne auf sich aufmerksam. Ah, man sieht sie doch. Findest du, dass die LKWs zu laut sind? Ja. Wie fandst du das denn, wenn der zum Beispiel dieses Gras abbrennt da hinten? Wie findest du das denn? Das ist ja auch unheimlich laut, ne? Mhm. Findest du das? Das war schon scheiße. Das fandst du scheiße? Ja. Günther, ich glaube, du gibst ihm mal ein paar Tage Sonderurlaub, du. Ich schick die irgendwo auf den Malediven, da ist es ganz ruhig. Da spricht die kein Mensch an, ehrlich. So, komm einfach mal mit, so müde. Komm, die liegen hier alle rum. Du hast, was? Bisschen. Ja. Komm. Und schlaf eine Runde, tschüss. So. Macht euch jetzt ganz langsam bereit zum Erwachen, alle wie ihr da seid. Auf die Zahl 1 ist jeder von euch zurück im Hier und Jetzt. Das, was war, ist vergessen und vorbei. Das, was bleibt, ist nichts weiter als ein schönes Gefühl. Auf die Zahl 1. Ist jeder von euch wieder zurück im Hier und Jetzt. Günther, qualmt die? Was heißt Jein? Frisst sie die Zigaretten oder was? Ja, aber raucht oder was? Okay, alles klar. Du wirst auch nicht mehr rauchen. Raucht sie? Echt? Nie wieder rauchen. Zigaretten sind ab sofort Gift für deinen Körper. Du wirst von heute an nie wieder an eine Zigarette anfassen. Zigaretten sind Gift für deinen Schlaf. Zigaretten sind Gift für deinen Körper. Nikotin und Zigaretten sind ab sofort für dich tabu. Rauchen ist schädlich für dich und deinen Körper. Du wirst nie wieder rauchen. Jeder Zug an einer Zigarette ist Gift für deinen Körper. Du hast die Pflicht und die Schuldigkeit für dich und deinen Körper. Raucht er? Und deinen Körper da zu sein. Ab heute hast du auch eine Verantwortung gegenüber deinen Kindern, denn auch deinen Kindern fügst du Schaden zu in dem Moment, wo du nur einmal an einer Zigarette ziehst. Ab heute ist endgültig Schluss mit jedem Zug an einer Zigarette. Nikotin und Zigaretten sind ab sofort für dich vollkommen tabu. Nikotin und Zigaretten sind ab sofort für dich vollkommen tabu. Euch beiden tue ich noch einen Gefallen. Ihr müsst nämlich dann essen gehen. Ihr kriegt nichts mehr zu Hause. Du isst nur noch das, was der Körper von dir verlangt. Jede falsche Ernährung ist ab sofort für dich unwichtig. Ab heute gibt es kein Fett mehr, keine zuckerreichen Getränke. Ab heute ist Schluss mit Cola, Bier. Alkohol ist Gift für deinen Körper. Du hast die Pflicht und Schuldigkeit, deinem Körper nur Gutes zu tun. Du wirst ab heute weder deinen Mann noch dir selber Alkohol zugestehen. Ab heute ist endgültig Schluss mit falscher Ernährung. Und du wirst sehen, du wirst innerhalb kurzer Zeit dich so ernähren, dass du Kilo um Kilo abnimmst. Und
deinem Mann zum Sport bewegst. Jeden Abend 10 Kilometer laufen. Und alles, was ich sage, wird genauso eintreffen, wie ich es dir sage. Nie wieder rauchen. Rauchen ist ab sofort schädlich. Nur noch das essen, was der Körper von dir verlangt. Zuckerreiche, fettreiche Nahrung ist ab sofort tabu. Nie wieder rauchen, weil du deinem Körper, deine Lunge schädigst und du hast eine Verantwortung gegenüber deinen Kindern. Nie wieder rauchen. Nie wieder rauchen und nie wieder an einer Zigarette ziehen. Auf die Zahl 1 ist jeder, ob er liegt, sitzt oder steht, vollkommen, tut mir leid. Vollkommen zurück im Hier und Jetzt, alles was war, ist vergessen und vorbei. Dass es bleibt, ist nichts weiter als die Vorgabe, es auch umzusetzen, nie wieder zu rauchen, nie wieder gegen den Willen deines Körpers dich ernähren, mit den Ehemännern Sport treiben und kein Alkohol mehr im Haus. Auf die Zahl 1 ist jeder von euch zurück im Hier und Jetzt und fühlt sich wohl und setzt jetzt um. Sofort. 5, 4, 3, 2, 1. Augen auf, alle. Hellwach. So. Guck mal. Kriegen die mal einen Applaus? Ohne die wird nichts passieren. Weil ich finde, jeder, der sich immer hier oben hinsetzt, tut mir furchtbar leid. Bei dir ist irgendwo, bist auf der Strecke geblieben. Hast viel nachgedacht, oder? Kann sein, ja. Trotzdem danke. Dankeschön. So. Geht's dir gut, Frau Pille? Ja. Jo. Sag mal, zählst du mal von 1 bis 10? 1, 2, 3, 4, 5. Jo, alles klar, alles klar. Sie hat sie wieder.